Kriegt er Hieb und Stich? Weil mit einem Säbel hätte er, glaube ich, nur Hieb. Ja. Mit dem Ding hat er Hieb und Stichschaden und einen Durchschnittsangriff. Und hiermit hätte er auch Durchschnitt. Hätte aber mehr Schaden. Also 13 bis 19 und da hätte er 15 bis 22. Ja, aber die Genauigkeit ist halt schlechter. So, wir sind jetzt zu dritt. Ich will erstmal mit dem tollen Magistrat hier oben nochmal reden, was er jetzt Neues zu sagen hat. Und dann werden wir hier gegen den Uhrzeigersinn einmal das Ganze ablaufen und kommen dann im schwarzen Hund wieder raus. Also ja, ich werde auch mal mich an den Ausgängen umsehen, um die Gebiete freizuschalten. Yes. Scher dich weg. Sprich mit Urget, wenn du Anweisungen brauchst. Ja, hi. I received confirmation that Lord Radric's heir was not born well. My lord has issued an injunction on all new homesteads until he can be assured that the village has been cleansed of all Aethasians and whatever other undesirables that have brought this curse upon his lands. Mir wurde bestätigt, dass Radric's Erbe nicht gesund geboren wurde. Mein Fürst hat einen Unterlassungsbefehl auf alle neuen Heimstätten erteilt, bis er sicher sein kann, dass das Dorf von Eotasianern und allen sonstigen Unerwünschten gesäubert wurde, die diesen Fluch über seine Lande gebracht haben. It would be best if you left town as soon as possible. I would suggest returning to your old home. There will be no place for you here. You may stay at the inn until you can make the necessary arrangements, but I would not advise remaining long. I expect Lord Radric will be most thorough in his efforts to purify this place. Es wäre das Beste für dich, wenn du das Dorf so schnell wie möglich verlassen würdest. Ich würde dir vorschlagen, in dein altes Zuhause zurückzukehren, denn hier wird es für dich keinen Platz geben. Bis du die notwendigen Vorbereitungen getroffen hast, kannst du in der Schenke wohnen. Ich würde dir aber davon abraten, noch lange zu bleiben, denn ich erwarte, dass Fürst Radric bei seinen Bemühungen zur Reinigung dieses Ortes äußerst gründlich vorgehen wird. Das ist ja unerhört, ich habe eine weite Reise hinter mir. Da solltest du ja kein Problem damit haben, weiterzureisen. Du solltest mir glauben, wenn ich dir sage, dass es das Beste für dich wäre, nicht hier zu sein, wenn Fürst Radric's Männer aus seiner Festung hierher kommen. Sie werden nach jedem Ausschau halten, der das Vermächtnis über uns gebracht haben könnte, wessen reine Gegenwart den Leib seiner Ehefrau vergiftet haben könnte. Sie werden sämtliche Möglichkeiten auslöschen. Kannst du mir noch was über Radric erzählen? Er stammt aus einer Adelsfamilie, die diese Lande seit der Edirzeit verteidigt haben. Radric II. War während der Revolution ein früher Unterstützer der dürwedischen Unabhängigkeit und der Vater der derzeitigen Fürsten fiel im Krieg des Heiligen. Kurz nach dem Ende des Kriegs setzten die Hohlgeburten im Dürwald ein. Also ja, er ist jetzt glaube ich der 7., das heißt der 6. war sein Vater. Ja, heißen alle Radric. Way. Kurz nach dem Ende des Krieges setzen die Hohlgeburten im Dürwald ein, ja. Fürst Radric hat es auf sich selbst genommen, Goldtag vom Fluch zu säubern. Seine Maßnahmen sind streng, aber notwendig gewesen. Anscheinend war es unglücklicherweise aber nicht genug, um seinen Erben zu beschützen. Ja, wenn der wüsste. Der Krieg des Heiligen? Das ungeheuerlichste Beispiel unserer Zeit für den Wahnsinn eines Manns. Vor 15 Jahren beschloss die Bevölkerung von Viserys, dass Whitewen, ihr lebender Heiliger, die wortgetreue Inkarnation des Gottes Eotas sei. Urgens runzelt seine spitze Nase. Dieser vermeintliche Heilige nahm es auf sich selbst, den Dürrwald zu befreien. Wahrscheinlich hatte er niederen Göttern die Treue geschworen, denn ich habe noch nie von einer Armee gehört, die ein Land zum Wohle seiner Bevölkerung erobert hätte. Der Krieg dauerte ungefähr ein Jahr, aber du kannst dir vorstellen, was dies Jahr mit der Verehrung von Eotas im Dürrwald anstellte. Alle von Fürst Radrics Vorfahren sind Eotasier gewesen, aber nachdem sein Vater bei seiner Verteidigung gegen diese Fanatiker gefallen war, kümmerte er sich persönlich darum, dass der Eotas-Tempel hier im Dorf stillgelegt wurde. Er deutet auf ein paar Mauerruinen neben dem Baum. Solltest du aber andere Fragen haben, kannst du sie mir gerne stellen. Es ist wichtig, dass jeder in Goldtans Regeln und Risiken versteht. Ja, dann erzähl mir mal mehr über Goldtal. Wie die meisten Dörfer im Dürrwald sind auch wir ein Grenzdorf. Goldtal ist seit seiner Grün
Bevölkerungsdichtung zur Kolonialzeit nicht sonderlich gewachsen und in den letzten 15 Jahren ist unsere Bevölkerung noch weiter zurückgegangen. Er lässt seinen Blick über die moraden Häuser und halb umgestürzten Zäune schweifen. Deshalb bemühen wir uns jetzt auch aktiv um neue Siedler. Hängen da einige schon seit 15 Jahren an dem Baum, oder was? Alof schnaubt, in der Tat. Ja, warum ist denn die Bevölkerung in Goldhard zurückgegangen, außer wegen dem Baum? Beidwins Vermächtnis natürlich. In letzter Zeit hatten viele Frauen Schwierigkeiten, gesunde Kinder zu gebären. Vor einiger Zeit hatte Fürst Reddick per Dekret erlassen, dass sich in Goldhard keine Mütter von Hohlgeburten aufhalten dürfen. Sein Mund zieht sich zu einem straffen Strich zusammen. Seine Herrschaft hat mit seinen Gegnern kurzen Prozess gemacht. Es mag ja hart sein, aber wenn wir dadurch von diesem Fluch befreit werden, ist es das dann nicht wert? Wenn, wäre die gute Sache. Das hat es ja nicht mal geholfen, um Fürst Redricks Sohn zu retten. Oder sein Kind im Allgemeinen. Was ist mit der Ruine hinter dem Baum? Das sind die Überreste des Iotas-Tempels. Sein Mund verzieht sich. Nach dem Krieg des Heiligen verbat Fürst Redrick die Anbetung des toten Gottes. Er steht jetzt schon seit fast 15 Jahren leer, aber es gibt Pläne, ihn auf Berat, den Gott des Lebens und des Todes, umzuweihen. Verlassen, weil sie sich ein feiner Fürst dazu entschloss, ihn abzureißen, weil er sich vor seinem Gott selbst nach dessen Ableben noch fürchtete. Trotzdem, Berat ist eine gute Wahl, das gefällt mir. Berat kauft an Kreisläufe. Ich stelle mir gerne vor, dass das, was diesem Tempel widerfahren ist, eines Tages auch vergolten wird. Genug vom Goldteil. Wenn du das Dorf erkundest, wirst du sicherlich zur Genüge kennenlernen. Ja, auf Wiedersehen. Gut, das heißt, wir gehen jetzt hier erstmal hier unten lang und kommen dann hier oben am... der Schenke wieder raus. Ah ja, und ihr beide tauscht mal so lang den Platz, dass Alof hinten ist und er da vorne. Jetzt im Augenblick brauche ich noch keine selbstgestrickte Formation, sag ich mal. Bist du jemals in Trutzbucht gewesen? Bei den jetzigen Straßenverhältnissen? Nein, da bleibe ich lieber hier. Tuatano ist einer der besten Spiele des Dürrwalds. In jüngster Zeit aber waren seine Waren ziemlich mies. Eigentlich möchte man meinen, dass diese Regenfälle ein Segen für die Feldfrüchte wären. Ja, aber alles verdorrt leider. Hast du die Glocke gehört? Ich glaube, das sind schlechte Nachrichten. Habe ich schon früher darüber nachgedacht, mich Familienangehörigen im Dürrwald anzuschließen. Da geht es ihnen viel besser als hier. Ja, wir sind hier im Dürrwald. Der meint wahrscheinlich in anderen Orten des Dürrwaldes. Wo man nicht aufgeknüpft wird. So, wir gucken mal runter. Dort ist nämlich Margrans Gabelung. Wir werden wahrscheinlich Goldtal heute in der Aufnahmesession nicht verlassen. Oh ja, da ist ja noch so eine Sache mit den gelben NPCs. Trotz des Regens fühlen die Halme sich trocken und steif an, wie der Panzer einer Heuschrecke. Ich habe nämlich beschlossen, also ihr könnt mir sagen, ob ihr das dann nicht mehr wollt in zukünftigen Aufnahmesessions, habe ich beschlossen, mir die gelben NPCs auch anzugucken und die Texte vorzulesen. Das dauert ja nur so 2 bis 5 Minuten pro Charakter. Weil es ja eigentlich nur ein einziger Text ist. Als du dich näher spürst, du eine lebhafte Vergangenheit in der Seelenessenz dieses Mannes. Stimmen aus ihrer Vergangenheit scheinen nach dir zu rufen. Die Seele erkunden. Du siehst eine Gruppe um einen Weg herumstehen, um einen Wagen herumstehen, die ein Schwert betrachtet, das im großen, eleganten Bogen geschwungen wird. Dieser Mann hält das Schwert, wechselt es mit entspannter Leichtigkeit von Hand zu Hand und lässt die Klinge vor seinem Publikum tanzen. Er wirft das Schwert in die Luft, wirbelt herum und legt dann einen Arm auf den Rücken, um es aufzufangen. Die Beute platscht begeistert und ein paar ringen auch um Luft, da sie eine Tragödie erwartet hatten. Ja, das muss gekonnt sein, das Schwert aus der Luft wieder aufzufangen, ohne dass es einem den Arm abtrennt. So, das war er hier. Jetzt gucken wir mal, was Fubo hat. Jo, also das werde ich nicht jedes Mal vorlesen, weil es ist dasselbe. Die Seele erkunden. Du siehst einen hellen, warmen Raum voller Grünpflanzen. Es gibt keinen Fleck, wo nicht irgendeine Art von Pflanze zu wachsen scheint.
Hier keimen in einer Ecke Samen, dort klettern lange Ranken die Wand hoch. Obwohl sich die meisten Pflanzen in einer Art Topf befinden, gibt es auch welche, die auf der Erde am Boden gewachsen sind, die aber dieselbe liebevolle Pflege wie die anderen erfahren. Dieser Mann wandert mit einer alten Pfeife zwischen den Zähnen durch die Pflanzen und lächelt jede von ihnen an. Neben einer Pflanze hält er an, berührt ein Blatt, hebt es an, um dessen Unterseite zu sehen und reibt es dann vorsichtig zwischen seinen Fingern. Er nimmt eine Handvoll der Substanz, in dem die Pflanze wächst, und zerbröselt es mit seinen Fingern. Also des Substrats, nicht der Substanz. Zufrieden wirft er das Substrat zurück in den Topf und fährt mit der nächsten Pflanze fort. Während er seine Pflanzen kontrolliert, summt er ein frohes Liedchen, das er ab und zu unterbricht, um einzelne Pflanzen ein paar Wörtern vorzusingen. Schließlich erreicht er die Tür, nachdem er jede Pflanze im Raum überprüft hat. Mit einem Ausdruck gelassener Zufriedenheit im Gesicht dreht er sich noch einmal zu ihnen um, dann dreht er sich wieder um und ist weg. I'm here. Ja, das könnte entweder einer sein, der Drogen anbaut, oder wirklich einer, der nur gerne Pflänzchen betrachtet. Die arme Aufra sorgt sich um ihr Kind. Ich kann es ihr nicht verdenken. Früher kamen hier mehr Wahrsager durch. Wir mussten sie auf Geist von Fürst Redrick vertreiben. So, da geht sie in den Esternwald. Dass wir das auch mal gesehen haben. Noch mehr Dörfler und Kühe. Hast du die Glocken gehört? In letzter Zeit fühlt es sich an, als wären mehr Banditen auf den Straßen unterwegs. Mhm. So, wir gehen mal hier um das Haus rum. Eigentlich sollten wir jetzt erstmal hier zum Schmied gehen. Zum Schmied und dann die Straße hoch. Also ja, wir sehen, dass hier ein Schmiedehammer ist. Schmiede schwarzer Hammer. Also ein Schild für eine Schmiede. Also gehen wir mal hier rein und verkaufen unser Zeug. Da würden wir klauen. Da ist ein Gemeiner, ein Lehrling. Da sind noch zwei so gelbe. Hier oben ist etwas, was wir uns nehmen können, ohne es zu klauen. Wahrscheinlich so allgemein. Ah ja. Einfach nur ein Buch. Die Blasebalken seufzen in dem Schmelzofen, worauf die Kohlen noch heller brennen. Mhm. Entschuldige, aber ich muss damit weitermachen, sonst wird Tuatano als nächstes meine Haut auf die Bank spannen. Ja, der könnte etwas grastig sein. Diese verbeulten und stumpfen Schwerter scheinen reif für die Schmiede zu sein. Dieser verschlagene kleine Orleaner sollte sich besser benehmen. Er meint den hier. Hast du diese Glocke gehört? Das sind wohl schlechte Neuigkeiten, für gewöhnlich jedenfalls. Ja gut, der Einzige, der wirklich was zu sagen hat, ist wahrscheinlich er hier. Eine Aufstellung von Tuatanos Verkäufen. Die Seiten sind fast leer. Hi Tuatano. Dieser Mauer ist beeindruckend gebaut und ragt turmhoch über den Tresen. Seine Hautfarbe ist so dunkelblau wie die Tiefsee und seine kräftigen Arme sind voller definierter Muskeln. Sein kantiges Gesicht, das gleichermaßen mit Ruß und ausschweifende Tätowierung bedeckt ist, wird von kleinen Ohren eingerahmt. Er lächelt dir breit zu, als du dich näherst. Willkommen, du bist das erste neue Gesicht, das ich seit geraumer Zeit gesehen habe. Was kann ich für dich tun? Ist das dein Geschäft? Ist es. Gibt es hier jetzt schon seit fast 20 Jahren. Über Jahre habe ich schon alles Mögliche gesehen. Glückliche Begebenheiten und weniger glückliche. Tuatano wirft der Wache, die an der Mauer Stellung bezogen hat, einen Blick zu. Aber die Schmiede Schwarzer Hammer gibt es immer noch. Was hast du denn hier? Ich fürchte, du kommst zu einer seltsamen Zeit zu uns. Das Angebot ist mehr als ist nicht mehr das, was es einmal war. Trotzdem haben wir noch gute Waffen und Rüstung zu verkaufen. All das haben wir im Schwarzen Hammer geschmiedet. Ja, da fehlt das nicht. Was ist passiert? Wir haben einfach nicht genügend Vorräte dafür. Auf die nächste Lieferung warten wir jetzt schon eine Woche und es gibt keinerlei Anzeichen auf ihren Verbleib. Ich muss vermuten, dass sie von Banditen überfallen wurden. Die Straße nach Osten ist voll mit ihnen. Vielleicht sind meine Arbeiter mit dem Wagen auch selbst über alle Berge gegangen, um die Waren zu Geld zu machen. Tuatano schnaubt verächtlich, als ob sich dieser Haufen das trauen würde.
Er hat recht wegen der Banditen. Diese entsetzliche Situation in Dörfern wie diesem und der Exodus in die Städte haben skrupellose Zeitgenossen viel zu viele Möglichkeiten eröffnet. Wir haben ja auch ein paar Banditen auf dem Weg durch Talholz hierher ausgelöscht, die den Koch entführt haben zum Beispiel und den einen Wegelagerer. Und da gibt's noch die ganzen Xaurips. Tuatado denkt nach und kratzt sich am Kiefer. Wenn du zufällig auch in diese Richtung unterwegs bist, könntest du da vielleicht auf meinen Güterwagen aufpassen oder zumindest auf meine Lieferung? Ich erwarte, dass sie die Abkürzung durch die Schwarzau nehmen und dafür gibt es nur eine gute Straße. Nach Lage der Dinge gehen die meisten unserer Waffen an euer Gnaden für Swedek. Tuatado blickt zu der Wache, die ihm am nächsten steht. Und so da soll es auch sein. Für Außenstehende bleibt aber nicht viel Auswahl übrig. Wir haben einfach nicht genügend Eisen. Ich werde deine Vorräte finden, ich werde sie heil und gesund wieder zurückbringen. Von wo ist der Wagen aufgebrochen?